Wir steppen rein und gucken uns jetzt die Men's Fall Winter 2024 Show von Louis Vuitton an. Ich bin sehr gespannt. Geiler Entrance, das sieht man auch selten, so von Backstage und auch teamtechnisch sehr divers. Eine große deutsche Legende, das ist der Herr Schindler, ne? Man sieht schon sehr Wilder Western inspiriert. Ich mag das ja nicht zu sagen, boah, das ähnelt dem und dem, aber was mir in erster Linie heraussticht, so ist die Hose, dass es mir leichte Y Project Vibes gibt. Vor allem, weil die hier oben auch nochmal dran gebunden ist und so weiter und so fort. Aber hey, weil Y Project das mal gemacht hat, heißt ja nicht, dass es niemand mehr machen darf. Der Belt auch sehr nice, plus auch hier diese türkisen Steine. Ich glaube, das kommt auch aus dem Kulturkreis. Das hat man ja letztes Jahr auch sehr oft gesehen insgesamt mit solchen Stone of Life. Danke. Finde ich auch brutal und hatte auch schon mal überlegt, sowas in die Richtung zu machen. Aber hat auch so diese Trend Vision Type Beat Vibes, oder? Obviously hat er sich nicht davon inspiriert. So, das wird er, also unwahrscheinlich, dass er das gesehen hat. Was ich nice finde, ist halt wirklich, wie die Hosen fallen, ne? Und der Flow ist super. Das ist ein sehr nicer Fit. Das ist ein sehr nicer Fit. Das ist so ein Fit, den würde ich daily rocken. Das Türkis zieht sich auch durch die ganze Kollektion. Und worüber wir nachdenken müssen, verkauft sich das Produkt am Ende des Tages, weil dafür ist er da. Er ist dafür da, dass sich die Produkte verkaufen. Er ist nicht dafür da, jetzt das nächste kreative Genie zu sein oder sonst irgendwas. Er ist fürs Marketing da, dass die Produkte sich verkaufen. Und die Frage ist jetzt, sind das Produkte, die sich wirklich verkaufen werden auch? Ja, geht in diese Richtung Rav, Calvin und Cowboy, Americana. Vibes. Rav hatte damit Probleme, schafft Pharrell den Sprung. So, Rav hatte sehr Probleme natürlich auch mit der Preiskategorie und so weiter und so fort. Und Calvin Klein in der Kombination war schwierig. Also Calvin Klein nochmal so viel pricier zu machen, als es normal ist, hat damit zu kämpfen gehabt, aber kriegt Pharrell den Sprung theoretisch hin? Das ist eine Frage. Aber ich habe noch nicht meine Bag gesehen. Shoutout an meine Freunde bei Louis Vuitton. Und ich habe da schon per DM das eine oder andere Bild zugeschickt bekommen aus dem Showroom. Und die Frage ist wirklich, wann kommt meine Bag? Wann kommt die Bag, auf die ich selbst warte? Shoutout an the Plugs. Ich möchte wirklich die Kleidung nicht mit anderen Marken vergleichen, aber das hat schon Hate meiner Vibes. Okay, das ist zum Beispiel, das sind diese Looks, die gefallen mir nicht so sehr. Darin kann ich die ein oder andere Dame drin sehen, wo ich sage, wow, okay, wenn die auf der Straße so rumläuft, unfassbarer Look.
Er ist noch auf jeden Fall, führt er dieses Camo-Ding noch ein bisschen durch von der letzten Kollektion. Das war ja dann in diesem Minecraft-Aesthetic, dann jetzt in diesem Camo-Aesthetic. Er hat auch Camo-Aesthetic vorher schon drin. Ist Pharrell ein Designer, der eine ganzheitliche Geschichte erzählt oder Kurzgeschichten? So, und das so war jetzt die Frage, aber man sieht auf jeden Fall einen leichten roten Faden. Die Frage ist, wohin geht seine Story? Das Shirt ist auch nice. Die Bag ist crazy. Die Bag ist crazy. Das ist eine sehr krasse Bag. I could see myself in this. Ist das extra mit Gold? Ist das Gold so präsent? Weil das so diese Gold Rush Era war. Weil dieser Koffer ist auch scheinbar komplett aus Gold. In der Gold Rush Era haben die ja Gold auch im Wasser gefunden, das sauber da gemacht und dann auf die Schubkarre gepackt. Kann das sein, dass das der Type Beat ist? I just guess. Dürfen Designer bei LV eigentlich auch an die Trunks ran und die designen? Das ist sogar mit eins der Fokuspunkte bei Pharrell auf jeden Fall, dass der Trunks macht. Auch Pharrell war auch ein großer Trunks-Sammler. Deswegen macht Sinn, dass er da auch Assoziationen zu hat. Also Pharrell. Eltern Philippinen und Liberia, also Liberia. Und das ist halt nicht sein kultureller Hintergrund. Ich glaube schon, dass er Assoziationen dazu hat. Kulturelle Appropriation, schwieriges Thema. Wenn man das mit Würde und mit Respekt gegenüber der Kultur macht und vor allem Leute aus dem Kulturkreis mit in das Team nimmt, um die Designs mindestens drüber zu gucken, dann fair. Weil es ist auch einfach etwas zu nehmen aus einem Kulturkreis und vielleicht etwas zu nehmen, was denen heilig ist, was du vielleicht gar nicht weißt oder was für die etwas beleidigend wäre oder was Erniedrigendes oder. Deswegen, wenn man sowas macht, sollte man auf jeden Fall irgendwie zumindest Rücksprache mit Leuten aus dem Kulturkreis haben. Nicht als Token, aber zumindest sagt man, ey, guck mal, der hat hier dran gearbeitet, den habe ich mit beraten oder der hat mich beraten und der hat mir geholfen, diese Kollektion aufzubauen. Kann nichts sagen, weil du hast das mit Wertschätzung gemacht. Darin könnte ich Pharrell sehen. Das ist wirklich ein Pharrell-Look. Ihr seht hier, darüber habe ich schon mal gesprochen, eine MS-Version, eine Louis-Bag. Und das ist ein Pharrell-Look. Sein Name ist für mich als OG, der ihn sehr lange schon feiert, mit dem Style, dem Design assoziiert. Und ich mag, dass der so einen Personal Touch in diese ganze Sache gebracht hat. Das sieht so nach Pharrell aus. Das ist er. Ja, das ist meine Bag. Das ist meine Bag. Wurde mir schon per DM zugeschickt aus dem Louis Headquarter. Ich glaube, das ist Straußenleder. Das Ding ist, guck mal, in meinem Outfit jetzt green, 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 wie nice die Bag kommen könnte. So weitergezogen von der letzten Kollektion oder vorletzten Kollektion von Pharrell. Die ist auch sehr nice. Die ist auch sehr nice. Die wurde mir auch gezeigt. Die ist beautiful. Die ist so Aschraf, ehrlich. Aber ich würde die auch hart feiern. Ich würde die so rocken. Die wird bestimmt. Ich glaube, die ist einfach Leder. Ich schätze, dass die 10 kosten wird. Das ist, glaube ich, die 40 cm. Ich sage euch so: Der Type Beat könnte auch bei Lore sein.
Auch sehr hart. Auch sehr hart. Hier wieder. Auch auf jeden Fall die Hermes Bag sehr angelehnt. Okay, das sind die tragbaren Sachen jetzt. Pusher. Die Frage ist, hat Virgil College-Jacken bei Louis so etabliert, dass das jetzt ein Muss bei den Kollektionen ist? Weil jede Kollektion in den letzten Jahren gab es mindestens eine College-Jacke. Und auch die ganzen Männer immer mit diesen kleinen Saddlebags theoretisch, ne? Oder me kle kleinen Messenger-Bags, kann man auch sagen. Die College-Jacken sind dicke Moneymaker-Bags, sind auch immer Louis Moneymaker-Accessoires sowieso. Was Bells und Leather und so angeht, ist ja auch ein Taschen-Koffer-Hersteller. Die Bags sind auch sehr nice. Ich sag ehrlich, die Bags sind auch sehr nice. Vielleicht jetzt nicht in dem Standard-Louis-Muster, dem Monogramm-Muster oder im Damier-Muster unbedingt. In Farbe finde ich den schon cooler, aber ja, die Bags sind sehr nice. Hat so einen Sheriff-Westen. Kennt ihr diese Sheriff-Westen? Diesen Look hat die, bloß dass halt als Volllederjacke ist. Boah, das ist ein. Abseits von den Schuhen ist das ein cooler Look. Die Hose hätte lang sein müssen, aber es ist ein cooler Look. Auch wenn die Farben kommen, aber so vom Vibe her, das gibt mir einen coolen Vibe. So, okay, ich bin Baller, Football-Player oder Basketball-Player, das ist der Look. Die ist so geisteskrank. Einfach vom Shape ist die so geisteskrank. Die Tasche ist auch cool. Also passt zur Storyline. Das ist auch eine sehr nice Idee. So Trompe l'Oeil mäßig, wie das Muster hier in ein Bild fließt. Ich mag das. Ja, yeah, Shindy ist auch hier. Da ist der Boy. Das sind diese Decken, ne? Die unter dem Arm gerollt sind. Das sind diese Decken, die Cowboys halt immer zum Schlafen nutzen. Diese Cowboy-Ketten, es ist schon hart, Cowboy. My friends, I know you love me, but I know I
Ja. Also, ey, overall, nebenbei, kurzes Fazit, wir sind jetzt bei der Hälfte. Ich finde die Kollektion nicht so überragend. Ich sag das jetzt schon mal, damit ihr nicht denkt, weil ich sag viel Positives. Aber ich finde die Kollektion nicht, ich finde die nicht so nice. Nice Elemente, und ich sag die auch immer wieder. Aber die bräuchte Maximum Editing. Es gibt sehr, 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 sehr viele gute Ideen. Aber man sieht auch in der zweiten Hälfte dieses Türkis, und diese türkisen Steine ziehen sich immer noch weiterhin durch. Während des wilden Westerns war es auch nicht so, dass da Denim richtig genutzt worden ist und auch diese Workwear Jackets. Ist das nicht auch der Zeitraum? Falls ich irgendwie falsch liege, let me know. Das ist eine loud ass Jacket. Die Jacke hat was, aber wirkt auch ein bisschen, als wäre die etwas überladen. Aber trotzdem hat die was. That's not it. Die Jacke. Ich finde die Jacke irgendwie nice und gleichzeitig irgendwie zu viel. Ich finde, die Taschen macht Pharrell wirklich unfassbar. Diese ganz großen Taschen, die so ein bisschen an die Hermes-Tasche von Pharrell erinnert, die er hatte, diese Big Birkin, finde ich geisteskrank. Das ist, glaube ich, auch eine neue Silhouette. Ich finde die Speedy Bags in diesen Farbgetunken sehr, sehr nice. Ich finde auch ein paar Indigenous-inspirierte Taschen sehr nice. Es gab sehr viele sehr gute Taschen. Die kleinen Taschen, die die Männer auch viel getragen haben, weiß ich nicht so, ob die sich so bei Männern durchsetzen würden. Bei mir jetzt eher auch nicht, glaube ich. Aber ich finde auch, es gab sehr gute Pieces. Ich finde es halt einfach zu viel. Und wenn du zu viel Produkte machst, dann machst du halt auch viele Produkte, die skippable sind oder die nicht erinnerungswürdig sind. Und das ist halt schwierig. Jetzt wirkt es ein bisschen, okay, let's throw it against the wall and see what sticks. Also lass es einfach gegen die Wand werfen und gucken, was hängen bleibt und was sich verkauft. So ist ein leichter Safe Space, aber gleichzeitig kann halt auch das, was du Gutes machst, untergehen. Der Look zum Beispiel war sehr, sehr unsere Zeit. Der hier. Das überlegt mal, wie ähnlich diese Trend Vision Pants einfach ist. Tasche auch sehr hart. Ich weiß jetzt nicht, was bei der Tasche jetzt hier draufsteht, aber in weiß kam die auch dumm gut. Carter Brooklyn NY NYC 4 Tags. Das ist auch ein bisschen meins, ich sag ehrlich, aber auch ein bisschen übertrieben. Weiß nicht warum, aber kennt ihr so ältere Damen, die solche Sweater rocken? Und ich finde die manchmal so dermaßen fly. Ich denke mir so, oh mein Gott, wie fly ist die. So eine ältere Dame, vielleicht auch so Taschen, und dann hat die vielleicht so einen Rock oder sowas an. Ich finde die Maximum fly meistens. Aber ich finde trotzdem, man hätte es vielleicht nochmal besser umsetzen. Ich fände eine moderne Version davon auf dem Piece nicer.
finde, er hat zu viele Looks. Ich finde, er hat sehr gute Ideen zwischenzeitlich, aber die gehen unter in der Masse an den Looks. So, ich hätte auch weniger Looks gemacht, also weniger Ideen gemacht, die geeditet und dann die Ideen, die gut sind, auf ein breiteres Spektrum gebracht, weil er muss so viele Produkte zeigen. Aber es gibt zu viele Ideen, es gibt zu viel Grundrauschen, dass die guten Ideen herausstechen. Versteht ihr, was ich meine? Ich hätte vielleicht so gearbeitet, ich finde jetzt auch nicht die Umsetzung hier, das Placing so nice, aber ich hätte so gearbeitet, okay, er hat diesen Strick gemacht, jetzt macht er das Muster in der Art und Form. Ich hätte vielleicht mehr so gearbeitet, als okay, ich habe die Idee, okay, jetzt gehen wir noch auf die Indigenous ein, jetzt gehen wir noch auf Cowboys ein. Okay, jetzt versteht ihr, zu viele Ideen. Er ist auf die Ureinwohner von Amerika eingegangen. Cowboys eingegangen. Er ist auf Gold Rush das Thema eingegangen. Er ist eingegangen auf das Thema Jeans und Workwear, also mit den Jacken. Das alles in dem gleichen Zeitraum. Aber das sind 5 Ideen, die er in diese Kollektion, die mir jetzt einfach so aus dem Kopf heraus einfallen, eingegangen. Das ist zu viel. Hätte er 1 oder 2 Ideen davon nur genommen, es wäre eine viel zusammenhängendere Kollektion. Aber wenn du so viele Themen machst, schaffst du die Essenz der Idee nicht in eine Kollektion. Versteht ihr, wenn man jetzt zurückblickend guckt auch, okay, hier ist diese Jeans, hier ist dieses Camo, das könnte auch noch zusammenpassen in der Era, so weißt du? Das passt noch. Aber dann hier, der sticht schon raus, sehr. Vor allem auch, wisst ihr, was auch vielleicht mir auch sehr auffällt? Weil es ist ja alles in einer Zeit, also einer Ära. Die Inspiration ist fast aus einer Ära komplett. Mit teuren Deko, die eher für die gehobene Klasse ist aus der Zeit, mit diesem Workwear gleichzeitig gemischt, mit den indigenen Volk. Also ist alles zu viel, es ist zu clustered. Auf Respekt, dass Pharrell noch rauskommt, gucken wir uns auch noch kurz an. Alles abgerissen. Wen begrüßt er da? Ach, seine Frau. Und seine Kids. Cardi? Cardi ist the man aktuell. Respekt, dass das ganze Team rauskommt. Guck mal, wie big das Team ist.
Aber das Team ist jetzt weniger diverse als im Background, to be honest. Also im Backstage. Gears for Futuristic Teenagers. Alright. Ich finde krass, dass so viele Codes von Virgil noch da aktiv sind. Geiles Video auf jeden Fall. Hab mich gefreut, die Kollektion anzusehen. Lasst ein Follow da.